Anneliese halt. Analyse, habe ich gesagt. Anneliese. Ach, das ist aber komisch. Das Anneliese ist ein Mädchenname. Ja, ich erzählte von der Analyse. Das hat mit dem Mädchen gar nichts zu tun. Nichts? Nee. Sondern? Das machen wir jetzt dann gleich. Und zwar eine Sozialraumanalyse. Das klingt aber sehr kompliziert. Ja, darum machen wir das erst ein bisschen einfacher für dich. Das ist okay? Gut. Also der Sozialraum, was ist denn das eigentlich? Kannst du mir das erklären? Nehmen wir das mal in deinem Beispiel. Du wohnst doch in Bad Tölz. Ja. Und du lebst doch auch da. Ja. Und das ist jetzt dein Sozialraum. Und ich dachte immer, das heißt Bad Tölz, aber jetzt ist der Sozialraum. Ja. In dem Fall jetzt, wenn ich es dann mal so erkläre, dann schon. Okay. Dann schauen wir mal, wo du wohnst. Ja, ich wohne in Bad Tölz. Und welche Straße? Straße, Moment. Ja, das ist doch ganz einfach. Die Fröhlichgasse natürlich. Das passt zu dir. Ja. Die suchen wir da jetzt mal. Schauen wir ja, das ist jetzt wo so suchen wir ein Startplatz. Du kannst doch schon lesen, oder? Nein. Ja. Also, dann suchen wir sie mal. Schau mal her. Ach, da, da, das ist ein Strickmuster. Nein, schau mal, das ist der Stadtmann von Bad Tölz. Und jetzt suchen wir mal, wo du wohnst. Wo hast du gesagt, fröhlich? Dachte mir, das ist schön grün und hat schöne Häuser. Das schaut ja komisch aus. Na ja, weißt du, wie das ausschaut? Wie? Wie bei meinem Papa im Auto. Ehrlich? Da gibt es so einen komischen Kasten, da hat es auch sowas. Ehrlich? Ja. Also, jetzt schauen wir mal. Der sagt da GPS dazu. Ach, das kenne ich. Das kennst du? Das kenne ich. Kennst du meinen Papa? Den kenne ich auch. Muss ich meiner Mama sagen. Also jetzt schauen wir doch mal. Ja. Die Fröhlichgasse. Die vielleicht muss da irgendwie... Was du sag mal, das Blaue da, das ist Wasser. Ja. Dann weißt ist das du, die Isar. Weißt, ja, das wollte ich gerade fragen, ob du das weißt, wie der Fluss heißt. Jetzt das ist mal. Die Isar. Und hier... Und hier ist jetzt zum Beispiel eine Bushaltestelle. Nein, mit dem Bus darf ich nicht fahren. Ja, leider, gell, weil du... Da verhedder ich mich immer. Gell. Jetzt schau mal, und da steigst du doch immer aus, wenn du manchmal mit dem Bus fährst. Und hier, ist, da steht Fröhlichgasse. Kannst du das lesen? Fröhlichgasse. Ja, da wohne ich. Da wohne ich, in dem weißen Strich. Ja. Sollen wir da mal ein Fähnchen reinstecken? Ist es eine gute Idee? Damit du immer findest, wo du wohnst. Wunderbar. Schau mal. Hast du sowas? Ja. Da schreiben wir jetzt drauf. Paula. Schau. Da malen wir dein Haus. Und schreiben wir noch Fröhlichgasse drauf. Gell? Fröhlichgasse. Ja. Jetzt super. Stecken wir es da rein. Kannst du das machen? Ja, das kann ich machen. Dann weißt du immer, wo du wohnst. Schau mal. Tada. Das glaube ich. Super. Mache ich mir daheim jetzt auch, weil wenn ich dann die Gasse reinkomme, dann sehe ich gleich meine Fahne. Schön. Super. Ups. Ja, und jetzt? Ja, und? In die, wie heißt die nochmal? In die Jahnschule. Jahnschule, suchen wir die mal. Ja. Schauen wir mal, wo die ist. Ah, ein bisschen, da ist die Jahnschule. Schauen wir, Jahnstraße. Ja, genau. Das ist aber eine lange Straße, ha? Und da ist die Jahnschule. Ja, da geht die Schule. Und wie gehst du da immer? Was ist dein Lieblingsweg? Wo gefällt es dir denn am besten? Ja, ich soll da die Nockergasse raufgehen eigentlich, aber da mag ich nicht gehen. Nicht? Aber warum denn nicht? Aber das sind fast keine Läden und außerdem ist der Gehweg so klein. Oh, das ist schlecht. Und ich hoffe immer so gern. Weißt du was, Paula, das ist ganz schlecht. Da machen wir gleich ein rotes Fähnchen rein, weil das ist nicht gut, wenn der Gehweg so klein ist für so kleine Kinder da. Die brauchen schon gescheiden den Weg, gell? Okay. So. Gell, das ist nichts der Weg. Wo ja, gehst also du für mich hin? Nicht. Ich gehe ganz gern die Marktstraße. Die Marktstraße, die gefällt dir. Ja, da kann man Fenster schauen. Es dauert zwar ein bisschen länger, bis man in die Schule kommt, aber es ist ein viel schönerer Weg. Das ist doch gut. Kannst mir du die zeigen? Die muss da, pass mal auf. Die Isa. Und genau. Da ist die Brücke, dann genau. Ist das die Marktstraße. Perfekt, schau mal. Da machen wir jetzt ein grünes Fähnchen an. Weißt du warum? Weil es da so schön ist. Genau. Also rot, da gefällt es dir gar nicht. Grün, okay. Ist es schön. Wunderbar. Und was war das Weiße nochmal? Da wohne ich. Genau, super.
Ja, jetzt bist du ja schon fast in der Schule. Nee, da musst du schon einiges gehen. Also, dann schauen wir mal, wo gehst du denn weiter? Jetzt bist du in der Markt. Dann muss ich durchs Tor gehen. Und da ist es auch wieder so eng. Wo ist denn das Tor? Jetzt pass mal auf. Das ist da, wo die, und dann der Franzmühle da oben. Da gibt's ein Tor. Ah, da ist ein Tor. Hier ist das hier das Tor. Ja, da in der Nähe vom Rathaus, am Schlossplatz. Am Schlossplatz. Schau mal, da müsste der Schlossplatz sein. Ah, da ist genau, und ein bisschen weiter rauf, oder ist die Franzmühle. Das ist ein ganz schönes altes Haus, eine alte Mühle. Und da ist ein Tor. Da ist das Tor, da machen wir es doch da rein. Ha? Genau. Und das gefällt dir nicht. Das, das ist so eng. Es ist zwar nicht groß, aber da ist so eng und da muss man mit den Autos gut aufpassen. Ah, das machst du schon, gell? Aber trotzdem gehst du lieber den Weg, wo der lieber ist. Gell? Das ist schon. So, ja, also dann, du hast gesagt Marktstraße, genau. Und dann Franzmühle. Ja, und dann mache ich eigentlich auch wieder was Verkehrtes, weil dann müsste ich ja eigentlich die Hindenburgstraße entlang gehen, aber da gehe ich auch nicht, weil da ist einfach schier. Fällt es dir da auch nicht? Was ist denn da schon wieder? Und nichts, da ist eigentlich nichts, das ist ja das Schiere. Ach, das gefällt mir. Das ist einfach nur langweilig. Oh, also langweilig. Hindenburgstraße. Ja, das sind aber viele rote Fähnchen, schau mal. Naja, das ist halt irgendwie so da oben. Okay. Ist halt so. Vielleicht wird es ja noch besser, schauen wir mal, gell? Dann gehe ich an der Mühlfeldkirche vorbei und die Straße wieder runter. Zur Schule. Da geht es bergab, da geht es dann schneller. Die Mühlfeldkirche, die ist da. Ja. Und die Schule ist ja da oben. Wieso musst du dann runtergehen? Weil es da bergab geht, Claudia. Ah, da geht es bergab. Da muss ich nicht, da darf ich. Dann darfst du runtergehen. Schön. Und das gefällt dir. Ja, da kann ich dann sausen. Aber du musst auch nachher wieder raufgehen. Und das ist nicht so schön. Ja, dann gehe ich dann den kreislichen Weg, weil dann geht es schneller. Okay, sollen wir da mal jetzt ein grünes reinmachen, weil es runtergeht. Welche hast du gesagt? Die Mühlfeldkirche. Mühlfeldkirche, die ist hier. So. Warst du schon mal in der Kirche drin? Ja. Ist die schön? Ja, sehr schön. Gefällt's dir da? Ja, klein, aber schön. Klein, aber schön. So wie du. Klein, aber schön. Okay, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir ja wirklich bald in der Schule. Ja, Gott sei Dank. Dann gehe ich da die Straße runter. Dann gehe ich an der Bibliothek vorbei. Ach, wir haben nämlich die Stadtbibliothek. Ja, das habe ich jetzt gerade gelesen. Schau mal. Ja, da ist auch schön. Da ist schön, gell? Das Ding. Da kann man sich Bücher ausleihen. Die haben alles, gell, da drin. Alle Bücher. So ziemlich. Und die Mama sagt einmal, gibt es einen guten Kaffee? Gibt es einen guten Kaffee. Aber du darfst ja noch gar keinen trinken. So, sagt man. Sagt man, so. Also. Ja, und dann bin ich ja schon fast in der Schule. Dann bin ich wirklich fast in der Schule. Mhm. Gibt es sonst noch was? So, jetzt sind wir schon fast da in deiner Schule. Ja, da haben wir jetzt wieder für die Schule auch erfahren? Ja, schau mal, das machen wir jetzt so wie dein Haus, oder? Da da bin ich ja die anderen zusammen, oder? Genau, da bin ich ja auch ziemlich lang. Eben. Leider. Ist da nicht schön in der Schule? Naja, manchmal schon, aber wenn das Lernen nicht wäre, wäre es schon schön. Jetzt pass mal auf. Oh, ja, da geht es aber schwer rein. Es ist schwer in der Schule. Ha? Das Ding so. Kommt drauf an. Jetzt haben wir es fertig. Wenn wir turnen, haben wir es nicht so schwer. Okay, oder singen. Naja, singen ist für Lehrer vielleicht schwer, wenn ich singe, aber sonst. Das geht schon. Also, die Schule. Jetzt schaust du mal an, deinen Schulweg. Hm, das schaut jetzt sehr schön bunt aus. Gell? Was machen wir jetzt damit? Halb. Das werten wir jetzt mal aus, oder? Was dir gefällt und was nicht, was man vielleicht verändern könnte. So, jetzt haben wir da lauter Farbe mitgesteckt. Haben wir schon viel gearbeitet heute, gell? Jetzt werten wir das mal nur aus. Jetzt du warte mal langsam. Ja. Was ist auswerten? Bitte? Auswerten. Wir schauen jetzt, was das bedeutet. Also zum Beispiel das Rote, das hast du ja gesagt, das gefällt dir nicht so gut. Genau. Und das Grüne. Du hast gesagt, das ist ein schöner Schulweg, gefällt und das schreiben wir jetzt auf die Karten. Zum Beispiel die grünen Fähnchen schreibe jetzt auf die grüne Karte, jedes einzeln. Und rot habe ich leider nicht mehr. Nehmen wir halt die gelben, oder? Gut. Steht auch, gell? Die gelbe, die Gefahr. Ja. Schon wie die Sonne. Wie die Sonne. Schauen wir, wo fangen wir denn an? Beim Guten, oder? Ja, das fangen ist einfach. An. Gut. Bei der Marktgasse war das erste. Straße. Mal. Ah, Straße. Sehr gut. Was hat denn da? Die Läden waren schön. Ja, viele Läden, viele kann man viel schauen. Viele Läden. Kann man, hat man viel zum Schauen. Und da ist man eigentlich nie alleine, da ist immer jemand da. So,
Da sind schon viele Leute. Ja. Viele Leute. Und Eis. Eis. Ja. Und viele Bäcker und Metzger. Eigentlich kriegt man da Hunger. Das gehört eigentlich auf eine gelbe Karte. Bäcker und Metzger. Ja. Ja, da kriegt man wirklich Hunger schon beim Schreiben. So, was haben wir denn noch? Und außerdem ist da echt schön. Da gibt es viele schöne alte Häuser. Mhm. Da ist einfach schön. Und weißt du, was noch toll ist? Ja. Kein Auto. Schön, dort mache ich gleich drei Ausrufe. Kein Auto, das ist Fußgängerzone. Das ist immer gut. Das ist toll. Fußgängerzone. Das schreibst du jetzt alles auf. So, ne. Ja. Soll ich es da nochmal vorlesen oder kannst du es selber lesen? Also, oh, du schreibst viel Leben, schöner wie ich. Viel Schaum, viele Leute, Eis kannst du kaufen, beim Bäcker gibt es was Feines, beim Metzger mal. Dann ist sehr, sehr schön dort und vor allem kein Auto. Ja. Ja? Schau her, das haben wir jetzt. Das legen wir mal darüber. Okay. Haben wir da. So, was haben wir noch? Wir haben eine Gasse und keine Straße. Genau. War es das schon, da fällt dann noch was ein? Nein, da fällt mir nichts mehr. Also ich habe jetzt geschrieben bergauf und der Gehweg ist sehr eng. Gell? Das tun wir jetzt mal darüber. Schau, jetzt haben wir da das Gute und das Schlechte, ja, nicht so Gute. Wo waren wir denn? Hindenburgstraße. Ist das richtig? Ja, da gehe ich nicht, weil es halt schon ein bisschen, da ist es halt nicht so schön. Ist nicht so schön. Sollen wir das aufschreiben? Ja, oder? Hast du ja gesagt, das ist alles wichtig, was du sagst. Endlich ist einmal was wichtig, was ich sag. Eben, schau her. Keiner hört mir sonst zu. Was du da mitwirken darfst, gell? Super. Schau, jetzt haben wir schon die schlimmen Sachen weg. Die tun wir jetzt gleich weg. Na, die tun wir nicht weg. Darüber und machen mit den schönen. Da halten die Autos dann auch, oder? Ja, wenn du Glück hast. Echt? Aber die Chancen sind gut. Ah, okay. Der fällt ziemlich auf, der Zettel. Aha. Gut, das gefällt da. Und da ist schön, da ist eine schöne alte Kirche. Und man kann bergab sausen. Das muss ich nachher noch beschriften. Bibliothek. So, super. Jetzt haben wir es schon, gell? Jetzt bist du bei der Schule. Super. So, jetzt tun wir wieder alle zusammen. Dann können wir das nochmal vergleichen. Gut. Schau. So, und jetzt, was machen wir jetzt damit? Das kann man jetzt auswerten, da müsste man aber nur ein paar andere Kinder auch noch fragen. Ach so. Ja. Ja, die weil gehen ja auch vielleicht ja, da lang. Weil auch nicht, wenn du ganz eine wichtige Person bist, aber so alleine, da sollte man schon einmal deine Klassenkameraden fragen. Okay. Die vielleicht auch denselben Schulweg haben oder von woanders herkommen nochmal. Dass wir das gleiche Spielchen mit denen nochmal machen. Okay. Und schauen wir mal, was die sagen. Vielleicht das ist dann die Analyse. Das ist dann die Analyse. Genau. Also und wenn meine Klasse, wenn wir das mit allen machen, dann haben wir lauter so grüne Zettel und so gelbe Zettel. Dann können wir mal schauen, was da so draufsteht und was so auf die roten Fähnchen, also was wir jetzt auf die gelben draufgeschrieben haben. Ja. Da kann man dann mal schauen, was man da verändern kann oder was für Ideen hat es. Da setzen wir uns dann mal alle zusammen und dann überlegen wir mal gemeinsam, was kann man denn da machen, dass das eben nicht mehr so finster ist. Okay, das wäre ein bisschen schwieriger, aber andere Sachen werden uns bestimmt einfallen, oder? Was meinst du? Und dann wird aus Gelb vielleicht sogar Grün. Ja, das kann ja sein dann. Das wenn wir ganz fest überlegen und nachdenken, dann können wir vielleicht aus dem Gelben ein Grünes suchen. Und weißt du was, Claudia? Was? Kinder haben immer super Ideen. Das stimmt, Erwachsene können von den Kindern viel lernen. Das ist richtig. Danke bitte.